the plate like it's fast food. The life of a rapper who in school. I don't wanna hear all the people who been trying to give me advice. If you haven't done it before, then I'll give you your opinion about what you think I should go do with my life. Hey, I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Started my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. So, da ist er wieder. Schnurrt wunderhübsch. Heck ist neu gemacht worden. Die Front ist neu gemacht worden. Die Lichter wurden ausgetauscht. Ja, sie ist wunderhübsch. Und die Jungs haben sogar die Schraube hier unten gelöst, die nicht wollte. Vielen Dank an PMS Bikes, PMS Honda Braunschweig. Das war echt super. Auf kurzen Zuruf noch schnell erledigt und dann auch innerhalb von ein paar Tagen und Teile bestellt. Da bin ich euch sehr, sehr dankbar. Und jetzt geht's heim. Mal gucken, ob ich die Strecke noch finde. Denn natürlich ist mein Akku fast leer, also der vom Handy. Und die Spiegel muss ich danach besser einstellen, aber momentan geht's. So, Klappe zu, Affe tot. Oh, ist das warm. Aber ich muss sagen, das Kompressionsshirt von European Bikers ist echt gut. Das hatte ich jetzt auf der Bahnfahrt hierher an. Da hat es gut gewärmt, weil heute Morgen war es echt noch knackig kühl. Und jetzt habe ich es an und ich merke, wie es einerseits das Reiben vom Leder verhindert, andererseits schon ein bisschen kühlt. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Mal gucken, Licht geht auch. Wunderhübsch. Ich habe mich so auf meine Kleine gefreut. Ich krieg nachher erstmal eine Handwäsche. Ach ja, was ist da? Oh, interessant. Egal, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das war auch schon offen. Wahrscheinlich, egal. Weiter geht's. Mir wird warm. Schubidubidubidu. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich gerade bin. Das ist echt unglaublich. Meine Maschine, sicheres Gefühl. Gott, tut das gut. Die Sonne scheint. Der Wind pustet. Naja. Ich werde mich wahrscheinlich später von der Autobahn runter machen. Und dann hoffe ich, wird es noch ein paar gute Bilder geben. Daher sage ich mal, bis später. Leiser machen. Wir sind da. Ich habe natürlich die Ausfahrt verpasst, die ich nehmen wollte.
Und da meine Ohren jetzt so langsam kaum noch was hören durch den Wind und Laut und so weiter, dachte ich, ich nehme mal hier die Abbiegung und gurke mal hier lang. Das ist zumindest noch ein bisschen Strecke so, um euch Tschüss zu sagen, denn ich muss dringend den Energy Drink wegbringen. Das heißt, ich werde zu Hause nur noch schnell aus der Lederkombi hüpfen. Das sind jetzt zwar nur ein paar Minuten nach Hause, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ich bin immer noch unheimlich happy. Die Kleine fährt wie ein junger Gott. Sie ist wie eine junge Göttin. Es ist wunderbar. Ich habe null Bammel mehr. Alles hält, so wie es soll. Reisegeschwindigkeit, irgendwas zwischen 140 und 240, alles gar kein Problem. Zwischendurch mal kurz getankt, ein bisschen Durst hat sie. Sie ist fürchterlich versaut, voller Fliegen, Hummeln und sonst was. Und ich hoffe mal, dass die GoPro das jetzt nicht so ist wie das letzte Mal. Natürlich ist sie. Na gut, damit müsst ihr euch jetzt abfinden. Aber ich bin auf jeden Fall happy, meine Kleine wieder bei mir zu haben. Werde demnächst noch ein paar Projekte mit ihr durchziehen und euch natürlich mitnehmen. Aber erstmal wird morgen oder übermorgen die alte Dame abgeholt. Die Elektrik wird vom Fachmann mal angeguckt, denn zuletzt habe ich mir wahrscheinlich die LED-Blinker alle durchgefetzt. Und ich glaube inzwischen 7 oder 8 Sicherungen auf dem Gewissen, weil das leider nicht so einfach ist, wie der Honda-Mensch in Frankfurt das gesagt hat. Aber ich denke, der Hoppe in Volkmarsen wird es hinkriegen. Und je nachdem, vielleicht macht er noch ein paar andere Kleinigkeiten, damit ich mir die sparen kann. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall Bescheid sagen und werde sie wahrscheinlich dann auch selber abholen irgendwie. Mal gucken. Naja. In diesem Sinne trudel ich mal allmählich wieder in die Stadt rein. Ich halte euch auf dem Laufenden und vielen Dank fürs Mitkommen, Mitgucken, Mitfahren. War jetzt nichts Atemraubendes, wie schon das letzte. Es waren halt 2 halbe, wenn du so willst. Aber muss auch mal sein. Momentan komme ich einfach nicht so oft zum regelmäßigen Upload wegen Job, wegen Hund, wegen Privatleben. Und es gibt einfach auch Sachen, die wichtiger sind als Motorradfahren. Auch wenn ich niemals gedacht hätte, das mal zu sagen. In dem Sinne, seid mir nicht böse. Ist einfach so. Ich werde gucken, dass ich wieder regelmäßiger was uploade und auch hoffentlich die Qualität wieder ein bisschen hochschrauben kann. Ich sag mal Tschüssikowski und auf bald. Tschüss.